Man könnte jetzt über die Geschichte reden, wir reden über das, was schon man wieder dieser Strohmann. Es geht nicht um Pazifismus, es geht darum, wieder zu, ja, zu einem Kompromissfrieden mit Russland zu kommen, zu einem Waffenstillstand zuerst mal zu kommen und dann zu langfristigen, tragfähigen Beziehungen. Und das geht nur, wenn man jetzt endlich verhandelt. Und das hat nichts mit Pazifismus zu tun, das hat was mit realistischer Politik zu tun. Diese ganzen Lügen von, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, die sind ja mittlerweile komplett widerlegt. Jetzt tun könnte, den Krieg zu beenden. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Sanktionen sprechen, weil das auch unser Thema gerade war. Und Sie fragen, wenn das so ist, wie wir es gerade analysiert haben, dass möglicherweise der Stopp eines Embargos jetzt diesen Krieg jedenfalls schneller beenden könnte, weil es zeigt, dass, Sie haben, glaube ich, geschrieben, Putin knickt ein. Warum macht das die Bundesregierung nicht? Also zunächst mal ist das genau der entscheidende Punkt. Man weiß nie die Zukunft. Manche in der Regierung sagen, ja, wenn ich wüsste, dass morgen kein... Also, ihr hört es gerade. Norbert Röttgen forderte 2022, im Frühjahr 2022 schon ein Embargo auf Öl und Erdgas. Wenn sich solche Kriegshetzer wie Norbert Röttgen damals durchgesetzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich im Winter 2022 eine Gasmangellage erlebt. Also wir haben ja nur die Gasversorgung 2022 so gut hinbekommen, weil wir noch bis in den Herbst hinein viel russisches Gas bezogen haben über Pipelines. Das ist ja erst im Sommer nach und nach verringert worden. Wir haben ja das ganze Frühjahr über Gas bezogen. Wenn wir im Frühjahr damals, kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, auf Leute wie Norbert Röttgen gehört hätten, dann sähe es in diesem Land noch düsterer aus. Also es geht tatsächlich noch schlimmer als die Grünen. Hier seht ihr das in Gestalt von Norbert Röttgen. Kein Krieg mehr. Das ist das Wesen der Zukunft, dass wir sie nicht kennen. Aber man muss fragen, würde das System Putin so hart treffen, dass es möglicherweise zur Verkürzung des Krieges, zur Beendigung des Krieges... Nein, würde es nicht. Russland finanziert diesen Krieg in Rubel, nicht in Euro, nicht in US-Dollar. Also nein, es würde Russland nicht treffen. Seine Deviseneinnahmen würden sinken, der Rubelkurs wäre etwas schwächer gewesen, schon letztes Jahr, was er dann später eh geworden ist. Also der Rubel muss natürlich abwerten, wenn die Inflation in Russland höher ist. Das Konzept der relativen Kaufkraftparitäten hatte ich auf meinem S-Kanal auch schon des Häufigeren erklärt. Also ja, da macht es jetzt nicht viel aus, ob wir ein bisschen mehr Öl oder ein bisschen weniger Öl oder ein bisschen mehr Gas oder weniger Gas importieren. Einen wichtigen Beitrag leisten würde. Dafür spricht einiges, weil es natürlich die Lebensader ist, das wurde ja auch eben gesagt, der Export von Energierohstoffen, weil es die Währung destabilisieren würde, weil Staatsanleihen nicht mehr bezahlt werden könnten, weil keine Importe mehr finanziert werden können, wenn keine Devisen da sind. Alles das würde passieren. Das wäre ein systemisches... Putin hätte trotzdem noch Devisen, da eben an andere Länder noch genug verkaufen kann. Also ich meine, es ist ja nicht jeder so komplett bescheuert wie wir Europäer. Ich meine, auch die Türkei, das ist ja sogar ein NATO-Staat. Nicht mal die ist so dumm und verzichtet auf billige russische Energie. China, Indien haben ihren Import an russischer Energie stark gesteigert. Und Russland besorgt sich die westlichen Produkte, an die es jetzt nicht kommt, entweder über China, indem es sie durch chinesische Produkte substituiert, oder über die zentralasiatischen Republiken. Also der Handel zwischen diesen Republiken und dem Westen, der ist um mehrere hundert Prozentteils gestiegen. Und woher kommt das? Natürlich daher, dass Russland jetzt die westlichen Produkte über einen Umweg trotzdem importiert. Also wenn man keine völkerrechtswidrigen Sekundärsanktionen gegen Russland erlässt, also Unternehmen dazu zwingt, gar keinen Handel mehr mit Russland zu betreiben und nur noch auf die westlichen Märkte zu setzen. Wenn man das nicht macht, dann kann man Russland nicht effektiv abschirmen und das würde eine Konfrontation mit dem gesamten BRICS-Block bedeuten. Also so hat sich die Europäische Union und glücklicherweise, muss man sagen, glücklicherweise nicht getraut. Also das wäre noch viel katastrophaler gewesen, was Röttgen hier fordert. Ein Schock für die russische Volkswirtschaft. Und das würde einen Beitrag dazu leisten, dass die Unterstützung für diesen Krieg kollabieren könnte. Wissen tue ich das nicht. Aber es ist nicht auszuschließen. Es könnte sein. Und wenn man das... Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wir haben ja gesehen, wie katastrophal selbst die Sanktionen, die erlassen wurden, die nicht so hart waren, wie Röttgen hier gefordert hat, wie katastrophal die gescheitert sind. Russlands Wirtschaftsleistung ist heute ungefähr 1% höher als zu Kriegsbeginn. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist seitdem geschrumpft. Also alleine das sollte uns schon mal kritisch hinterfragen lassen, ob diese Sanktionen so ein Erfolg waren. Was nicht ausschließen kann, wenn es sein könnte, wenn es begründet anzunehmen ist, dann muss ich sagen, dann muss die Regierung alles tun. Und wir haben eben auch unter Hinnahme von Nachteilen, die man prognostizieren kann, in 3 Punkten, 4 Punkten, BIP-Reduzierung, aber wir haben Maßnahmen, um dagegen wirken zu können, soziale Härten auszugleichen, dann ist es unsere Verantwortung jetzt,
unser Land ist gegründet worden nach dem Krieg, nie wieder Krieg. Dann müssen wir jetzt das tun, weil es eine rationale Maßnahme ist, diesen Krieg zu beenden. Und eine erst einmal nicht kriegerische. Gehen Sie damit? Nein. Man muss ja immer alles bedenken, was man als Folge auslöst, wenn man solche Entscheidungen... Bevor wir Lafontaine noch mal reden lassen, noch mal kurz zu den Sanktionen. Die sind katastrophal gescheitert. Wir sehen auch, dass die russische Rüstungsproduktion heute wesentlich höher ist als zu Kriegsbeginn. Also nicht mal das, was uns versprochen wurde, nämlich, dass die Rüstungsindustrie dadurch beeinträchtigt ist, nicht mal das ist zustande gekommen. Die Russen ersetzen unsere westlichen Chips jetzt entweder durch chinesische oder sie importieren die über Drittländer. Also Russland schafft es, sogar seine Rüstungsproduktion zu steigern, trotz der westlichen Sanktionen. Das ist eine einzige Katastrophe. Was die Sanktionen bewirkt haben, ist die Deindustrialisierung Europas und hier vor allem Deutschlands. Und das ist das, was die Sanktionen bewirkt haben und was sie gerade immer noch bewirken. Je schneller wir sie aufheben, desto geringer wird der Schaden bei uns sein. Die Produktion der energieintensiven Industrie ist ungefähr 20% geringer als zu Kriegsbeginn. Das ist die Bilanz dieses Wirtschaftskrieges. Und wenn wir damals, das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen, wenn wir damals auf Leute wie Norbert Röttgen gehört hätten, dann sähe es hier noch düsterer aus. Entscheidungen trifft. Und es geht ja nicht nur Putin und Druck auf ihn auszuüben. Es geht zum Beispiel darum, dass wir als Politiker auch gehalten sind, die Interessen unserer Bevölkerung zu sehen. Und deshalb halte ich es für richtig, dass die Bundesregierung das ablehnt. Dass sie sagt, das machen wir nicht. Denn man würde eben Arbeitslosigkeit, Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Und man würde ebenfalls die jetzigen Preissteigerungen massiv ausweiten. Und das kann ich nicht einfach so sagen. Aber das wenn ist jetzt wir, ganz interessant, weil wir eben über Menschen führen. Ja, bitte, und dann komme ich zum Menschen. Ich halte es für ein irreales Szenario, Kokolores, Johnny. Also aktuell sieht es danach ja überhaupt nicht aus, was du gerade schreibst. Also ich fände ein Gespräch von dir und Boris Höfgen geil, schreibt gerade einer im Chat. Ja, ich habe gerade von der Uni her und so noch relativ viel zu lernen und ich muss noch, ich habe gerade relativ viel zu tun, aber für die nächsten Semesterferien, da könnte ich Ihnen, also da werde ich wieder einige Interviews machen und da könnte ich Ihnen definitiv auch anfragen. Die Frage, welche Maßnahme würden Sie denn ergreifen? Unsere 2 Euro für Diesel. Ja. So, ich habe gestern noch mit einer Frau gesprochen, die eben ganz knapp ist und die Tränen in den Augen hat. Ich kann Welche Maßnahmen würden Sie denn ergreifen? Sie haben ja gerade gesagt, die Rüstungsmaßnahme ist die falsche. Sie sagen jetzt, die Sanktionsmaßnahme jedenfalls in diesem Bereich ist die falsche. Wie würden Sie denn den Krieg beenden, wenn Sie es können? Verhandlungen. Was sonst? Verhandlungen. Und wir wissen mittlerweile, dass Russland damals zu einem Frieden ohne Kontribution und Annexion bereit war. Einzige russische Forderung war die Neutralität der Ukraine und damit einhergehend natürlich Demilitarisierung und Entnazifizierung. Es geht oder leider nur über Verhandlungen. Das geschieht ja jetzt auch. Mhm. Putin verhandelt nicht. Doch, es geht jetzt über... Damals wurde verhandelt und Russland war bereit, seine Truppen hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen. Es sind einfach Fake News, wenn etwas anderes behauptet wird. Das hat mittlerweile sogar der ukrainische Chefunterhändler von damals bestätigt. Dann kam Boris Johnson nach Kiew, hat gesagt, the West is not ready for peace yet. Und wir nehmen von euch alle Waffen, die ihr braucht, um diesen Krieg zu gewinnen. Man darf mit Russland nicht verhandeln. Und was ist passiert? Mittlerweile gehen wir ins zweite Jahr dieses Krieges. Also im Februar nächsten Jahres ist der Krieg dann 2 Jahre alt. Hunderttausende Menschen sind tot, die Ukraine ist komplett zerstört, also noch zerstörter, als sie schon vor Kriegsbeginn war. Und was ist da die langfristige Perspektive? Also die langfristige Perspektive ist, dass die Ukraine zu einer westlichen Halbkolonie wird, die vielleicht noch ein bisschen Landwirtschaft hat, wo alle gut ausgebildeten Arbeitskräfte nach Westeuropa abhauen, wo das US-Kapital komplett dominierend ist, wo alle landwirtschaftlichen Flächen aufgekauft hat, war es ja schon seit 2014. Und das wäre die Perspektive. Da schreibt gerade einer im Chat, du kannst nicht mit Putin verhandeln. Ist das jetzt Ironie? Ich meine, ich habe es ja gerade erklärt. Oder meinst du es ernst? Über Verhandlungen. Wir haben ja auch einen gewissen Fortschritt. Es ist jetzt absehbar, dass gesagt wird, wir wollen also auf den Tisch legen, den neutralen Status der Ukraine, halte ich für richtig. Es wird gesagt, wir wollen Sicherheitsgarantien, das halte ich für richtig. Und es wird gesagt, was die Gebiete an die Krim angeht und eben den Donbass angeht, gibt es dann Volksabstimmungen und gibt es Regelungen. Also das hätte man... Ich muss zwei Punkte wirklich zu Ende führen, aber dann hören Sie dabei nicht auf. Nein, das Problem ist, dass Sie dann immer noch einen Punkt nehmen. Deswegen bleiben wir jetzt mal ganz kurz bei den Verhandlungen. Und ich muss diesen zwei Punkten wirklich entschieden widersprechen. Der eine Punkt ist, Sie setzen den Fehler fort, den wir gemacht haben.
Putin zu glauben. Das, was jetzt scheinbar an Verhandlungen stattfindet, ist im Moment Kriegstaktik von Putin. Zu glauben, er wäre bereit, seine imperialen Ansprüche und Ambitionen aufzugeben, ist wirklich naiv. Wenn Sie welche imperialen Ansprüche? Also der imperiale Anspruch des Westens ist, wir wollen die gesamte Ukraine in unseren Machtbereich ziehen. Der imperiale Anspruch von Russland ist, wir wollen die gesamte Ukraine in unseren Machtbereich ziehen. Als Kompromiss akzeptieren wir es, wenn die Ukraine neutral bleibt. Das war damals die russische Haltung. Heute ist die russische Haltung. Wir wollen, dass die Ukraine neutral bleibt und dass wir die ostukrainischen Oblasten annektieren können. Das ist heute die russische Haltung. Die russische Haltung hat sich immer weiter verschärft. Eben in Reaktion auf die, ja, auf die, also die nicht existente Verhandlungsbereitschaft des Westens. Das wirklich glauben, haben Sie nichts gelernt, muss ich wirklich sagen. Sie haben nichts gelernt aus dem, was er jetzt tut. Röttgen, jetzt falle ich immer ins Wort. Sie plädieren dafür, die Verhandlungen abzubrechen. Und Sie sind nein, die sollen stattfinden, aber ich finde, die sollen stattfinden. Ich finde, wir müssen sie nur realistisch bewerten. Das ist Kriegstaktik. Der zweite Punkt war, Sie haben eben von den Interessen des Volkes gesprochen gegen den Krieg und seine Beendigung. Ich finde das wirklich unter einem Aspekt falsch und unter einem anderen empörend. Es ist falsch, weil die Also ich finde es ja empörend, wenn man sagt, George W. Bush sei kein Kriegsverbrecher. Aber das ist nur meine Meinung. Die Beendigung dieses Krieges auch unser Interesse ist oder anders ausgedrückt. Man stelle sich vor, Putin setzt sich durch. Dann haben wir einen gespaltenen Kontinent. Der ist wieder gespalten. Dann haben wir Putin setzt sich durch. Ja, das ist ja gar keine Option aktuell. Aktuell und auch schon damals ging es ja nur um einen Kompromissfrieden und nicht darum, dass Russland diesen Krieg bald gewinnt. Wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten und sich die ukrainische Position noch weiter verschlechtert, dann kann es tatsächlich sein, dass Russland die Bedingungen diktieren kann. Dass wir dann einen russischen Marionettenstaat Ukraine haben und große Gebiete in der Ostukraine, die komplett von Russland annektiert werden. Das kann dann natürlich passieren. Aber aktuell sieht es so aus, dass die Ukraine noch die Neutralität nach dem Krieg heraushandeln kann. Aktuell. Russland hat ja seine Angebote diesbezüglich nicht zurückgezogen. Aber wenn wir noch länger warten, dann kann sich das verschärfen. Und wir waren damals im Frühjahr 2022. Damals hat Russland noch gar nicht gefordert, irgendwelche Gebiete zu annektieren. Also ihr seht, die Kriegstreiber haben dafür gesorgt, dass sich die Position der Ukraine verschlechtert hat. Sie haben dafür gesorgt, dass hunderttausende Menschen zusätzlich tot sind. Sie haben dafür gesorgt, dass Europa deindustrialisiert. Sie haben dafür gesorgt, dass die Rüstungsindustrie fette Profite machen kann und wir noch enger an die USA gebunden sind. Das ist das Ergebnis des Wirkens von Leuten wie Norbert Röttgen. Also ihr seht hier jemanden, der wirklich noch schlimmer ist als Baerbock. Also wenn Röttgen unser Außenminister wäre, also schlimmer geht ja immer, ich glaube, der wäre noch schlimmer als das, was gerade die Grünen da abziehen. Wir permanent die militärische und die nukleare Drohung als Teil unseres Lebens. Das ist nicht das Interesse des Menschen, den Sie dort gesehen haben mit einem kleinen Einkommen. Und zweitens, diesem Mitbürger zu unterstellen und den Mitbürgern mit geringerem Einkommen zu unterstellen, dass sie nicht bereit wären, selbst mit ihrem geringeren Einkommen einen Beitrag zu leisten, dass nicht mehr die Babys sterben, weil sie erfrieren oder verdursten und nicht die Kinder sterben und den anderen die Arme abgeschossen werden. Das ist unglaublich. Wir haben nicht Menschen in unserem Land, in der Mehrheit, die so egoistisch sind, die sagen, lieber, ich kann mir nicht 30 Euro leisten, dann sollen die doch lieber sterben. Das denken Deutsche nicht. So, jetzt ist Herr Lafontaine dran. Und das unterstellen Sie ihnen. Das empört mich. Ich erfahre, was die Menschen denken über die permanenten Preissteigerungen, dass sie nicht mehr damit... Ja. Also was Röttgen da sagt, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also es ist ja kein Entweder-Oder, sondern wenn wir in Frieden verhandeln, dann können wir die Sanktionen aufheben, dann können wir, ja, dann haben wir erstmal nicht mehr diese großen wirtschaftlichen Probleme und die Ukrainer können endlich in Frieden leben. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was Röttgen sagt, war. Also wenn wir in Frieden verhandeln, dann, ja, geht dieser Krieg auch nicht mehr weiter, dann stirbt auch niemand mehr. Das sollte ja das Ziel sein, aber genau dagegen wehrt sich Röttgen ja. Röttgen will, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, was schon damals komplett unrealistisch war, dass ein kleines Land wie die Ukraine gegen so ein großes Land wie Russland, das im Zweifelsfall viel mehr Soldaten hat, die es an der Front verheizen kann, gewinnen kann. Und wir sehen ja gerade, dass die Kriegstreiber Unrecht hatten. Und solche Leute wie Röttgen, die haben uns nun schon 2 Jahre lang in diesen Stellvertreterkrieg reingeredet und es hat viel zu wenig Widerstand in diesem Land gegeben.